Wenn sich Bürgermeister Jörg Reichel auf seinen Schuss auf den hölzernen Vogel vorbereitet, dann wissen wir, es ist soweit. Der letzte Tag des Rudolstädter Vogelschießens ist angebrochen und die Drehmomente waren natürlich wieder mit dabei. Der zweite Sonntag des Rudolstädter Vogelschießens begann traditionell mit dem Schaustellergottesdienst im Autoscooter. Neben Bürgermeister Jörg Reichel und Volksfestchef Frank Grünert genossen zahlreiche Gäste den Gottesdienst zwischen Blechbläsern und Predigt. Am Nachmittag fand bei bestem Wetter das Schießen auf den Holzvogel statt. Nach etwa 2,5 Stunden fiel auch das Herz. Vogelkönig 2018 ist Steffen Marrenleit aus Milbitz. Bürgermeister Jörg Reichel hier im Geschäft von Lutz Hoffmann. Ist das Gehalt als Bürgermeister nicht so gut, dass man sich hier noch ein bisschen was dazu verdienen muss? Oder ist es wirklich die Liebe zum Vogelschießen, die es jetzt hier reingeführt hat? Ach, ich denke, es ist schon ausreichend, was der Bürgermeister an Bezügen erhält. Aber wir sind hier bei einer Rudolstädter Schaustellerfamilie. Und ich lasse mir es dann jährlich nicht nehmen, eine von den beiden Schaustellerfamilien in ihrem Geschäft zu besuchen. Und dann kann man ruhig mal eine kurze Vertretung hier übernehmen und so den Schaustellern unter die Arme greifen. Und dann einfach auch mal sich davon überzeugen, läuft der Laden oder läuft er nicht. Mit einem Augenzwinkern natürlich. Und ich habe ja anfangs des Vogelschießens gesagt, das Vogelschießen ist für Rudolstadt ein Wirtschaftsfaktor und wenn wir zwei Schaustellerfamilien hier in Rudolstadt angesiedelt haben, dann freue ich mich immer wieder, dass regelmäßig die beiden Schaustellerfamilien hier auf dem Rudolstädter Vogelschießen zu Gast sind und dann sieht man auch tatsächlich, hat Rudolstadt auch einen Effekt, wenn wir sozusagen das Vogelschießen gut läuft. Aber jetzt muss ich erstmal fragen, wie viele Karten es sein dürfen? 2, 7 Euro bitte. Schön. Viel Spaß. Danke. Also hier läuft ja schon mal der Laden. Wie ist so das ganze Rudolstädter Vogelschießen aus Ihrer Sicht verlaufen? Ja, die letzten 10 Tage waren aus meiner Sicht zufriedenstellend. Ich denke, dass die Schausteller hier vom Platz mit einem guten Gefühl gehen und auch nur Positives über das Rudolstädter Vogelschießen bei ihren Kollegen berichten können. Ja, bitteschön. Die Pflicht ruft. 1, 2. Der Herr Reichel, ja. Heute mein Verkäufer hier. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Da will ich es mal nicht weiter von der Arbeit abhalten. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Müssen wir uns auch von Werner Fischer verabschieden. Er geht in Rente, hat er uns nämlich erzählt. Welche Eindrücke nimmt Sie denn eigentlich aus Rudolstadt mit? Also Rudolstadt ist für jeden Schausteller, der hier die Chance hat zu arbeiten, das Beste, was es gibt eigentlich. Warum? Das Schönste. Die Stadt hat ein eigenes Flair und das Publikum ist nett und prima. Also was Besseres gibt es für uns nicht. Das Geld stimmt auch. Was passiert denn dann eigentlich mit dem Wagen? Den werden wir verkaufen, aber innerhalb von Sachsen-Anhalt, Thüringen. Sie sind ja auch schon länger mit der Familie unterwegs. Ja. Wie viele Jahre waren Sie jetzt eigentlich in Rudolstadt? Also wir waren jetzt gut und gerne mit der Familie mehr als 50 Jahre hier. Ja. Wie werden Sie denn Ihre Rente genießen? Ja, ich habe da schon ein paar Pläne. Häuschen mit Garten, verreisen, alles sowas. Ja. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Es gibt auch noch ein paar Menschen, die sich gerne von Ihnen verabschieden möchten. Unser Volksfestchef Frank Grünert und unser Bürgermeister Jörg Reichel. Ja. Da haben Sie nämlich schon mal was vorbereitet. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister, für mehr als 25 Jahre hier auf dem Rudolstädter Rummelplatz. 50 fast, ne, als Familie. Und zur Erinnerung und für die
Musestunden, die Sie haben werden, was zum Lesen, Schillers heimliche Liebe, alles, was man wissen muss, wenn man über Schiller, Goethe und Schillers Beziehung zu seinen beiden Frauen, wenn man das erfahren will, steht hier drin, mit einer kleinen Widmung zur Erinnerung an den heutigen Tag. Ich fühle mich sehr geehrt. Alles Gute. Vielen Dank. Herr Bürgermeister. Tschüss. Lieber Werner, von mir auch noch ein kleiner süßer Gruß. Vielen Dank. Süße Grüße aus Rudolstadt, damit du uns nicht vergisst. Das ist ganz nett. Es war schön mit dir. Besten Dank. Das Geschäft werden wir vermissen, aber wir wünschen euch natürlich jetzt eine schöne Zeit im Ruhestand und hoffentlich besucht ihr uns dann als normale Gäste hier beim Rudolstädter Vorgeschießen. Das freut mich. Bis später. Tschüssi. Und damit verabschieden auch wir uns von Ihnen. Aber auf jeden Fall gehen wir, bevor der Tag noch zu Ende geht, nochmal her was naschen. Sie können naschen. Nehmen Sie sich einfach eine ganze Tüte mit. Oh, mache ich. Dankeschön. Ja, dann nehmen Sie sich was aus. Ich nehme was aus. Dankeschön. Am letzten Abend des Rudolstädter Vogelschießens fand das große Finale am Breakdance statt. Wenn ihr das Fest erstmal genauso geil fandet wie unser Drehmomente-Team, das das ganze Fest 10 Tage lang begleitet hat, dann bitte nochmal einen ganz, ganz kräftigen und tobenden Applaus für die ganzen Schausteller und Menschen, die das hier möglich gemacht haben. Geht das? Das Vogelschießen, das ist nun aus für dieses Jahr. Oh no. 10 Tage Party sind nun vorbei, das war uns klar. Und wenn ihr mich fragt, könntet noch länger weitergehen. Doch heute ist wirklich Schluss, es war so schön. Oh, auf Wiedersehen. Die Karussells und Buden, die packen jetzt auch ein. Und alle Gäste hier, die gehen auch gleich heim. Doch die Erinnerung bleibt uns, das ist wunderbar. Im nächsten Jahr, da geht's wieder los in unsere Stadt, die den geilsten Rummel hat. Das Vogelschießen ist legendär. Wisst ihr, was ich mein? Ich find's nur wunderschön. Auch Paule Putzig sagt adieu. Auch nö. Das Drehmomente-Team, das filmt heute fürs letzte Mal. Und morgen früh, da habt ihr alle keine Wahl. Die letzte Folge kicken vom allerletzten Tag. Ich sag jetzt Tschüss und gute Nacht. Gute Nacht, ihr seid putzig. Das 296. Rudolstädter Vogelschießen ist Geschichte. Aber bevor sich auch die Drehmomente für dieses Jahr verabschieden, haben wir noch eine Gewinnerin bekannt zu geben, nämlich Sibylla Wagner. Herzlichen Glückwunsch zu 2 Freifahrten. Die gilt natürlich auch nächstes Jahr noch. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Jahr.